In diesem Video bekommen Sie ausführliche Erklärungen zum Thema Blitz und Kamera. Wie arbeitet die Kamera? Wie funktioniert der Blitz? Martin Krolopp beantwortet diese Fragen. Okay, guckst du mal ganz kurz her. Super. Und lachen. Super. Ganz toll. Super. Augen, ja genau, so ein bisschen verführerischer. Du wurdest gerade gestört beim Surfen. Genau, richtig lachen, richtig lachen. Super. 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 So bleiben. Augen ein bisschen weiter auf und lachen. Genau, toll. Perfekt. So schnell kann es gehen. Wir haben mit der Automatik fotografiert. Und jedes Mal ist irgendwas passiert in der Kamera. Jedes Mal, wenn ich den Auslöser drücke, passieren unglaublich viele Dinge in der Kamera. Ich möchte das hier mal so ein bisschen im Zeitraffer euch herunterlabern, würde ich schon fast sagen. Was passiert, wenn ich ein Foto mache? Ich drücke drauf. Die Kamera sucht sich erst aufgrund der Umgebung die korrekte Helligkeit. Das wird eingespeichert nach einem bestimmten Algorithmus. Dann wird der Blitz gezündet, ein Vorblitz. Viele Vorblitze werden gezündet. Es wird gemessen, das Licht, was durch das Objektiv zurückkommt, auf den Sensor. Es werden Vergleichsbilder übereinander gelegt, angefertigt. Kontrastschemata werden erzeugt von Blitzen, von Bildern mit Blitz und ohne Blitz. Es wird geguckt, wohin hat das Objektiv fokussiert. Es wird geguckt, in welchem Messmodus arbeite ich gerade. Es wird geguckt, wo liegt mein Fokuspunkt. Es wird geguckt, in welchem Messmodi arbeitet gerade der Blitz. Ich könnte ewig so weitermachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Da passiert heutzutage mit der Automatik so viel in den Kameras und zwischen Kamerablitz und Aufdeckblitz, dass wir eigentlich gar nicht alles wissen müssen, was dort abgeht. Wir können gar nicht alles wissen. Aber wir hatten ja gerade eben gesagt, dass es wichtig ist, die Automatik zu verstehen. Also wie können wir eine Automatik verstehen, die so kompliziert ist, dass wir eigentlich als Fotografen gar nicht in der Lage sind, das wirklich umzusetzen? Es ist ganz einfach, wir müssen uns die Kernthematiken rausziehen aus der ganzen Systematik. Und das wäre Nummer 1, die Kamera arbeitet mit dem Blitzbelichtungsmodus immer neben dem normalen Belichtungsmodus. Das heißt, wir haben zwei Belichtungsmodi gleichzeitig laufen. Einmal wird das normale Licht gemacht mit dem vorhandenen Licht und dann kommt on top drüber die Blitzbelichtungsmessung. Und die beiden werden immer wieder austariert nach dem jeweiligen Algorithmus, nach dem jeweiligen Kameramodus. Aber für uns hat das den Vorteil, dass wir, egal was wir vorgeben, immer darauf vertrauen können, dass der Blitz das macht, was er für nötig hält, um ein korrekt belichtetes Foto zu bekommen. Das heißt, wir gucken uns einfach mal die Szenerie an. Wir fotografieren hier in das Helle hinaus. Der Blitz weiß das, er merkt das über ein Kontrastschema. Er merkt, aha, nur hier vorne agiert mein Blitzlicht, nur auf ihrem Körper. Und danach wird das Blitzlicht dann eingepasst in der jeweiligen Stärke. Vor jedem Foto wird ein Messblitz gesendet. Ein Messblitz wird dann gesteuert und gemessen und die Einstellungen am wirklichen an dem Blitz, der dann nachher belichtet, wird dann vorgenommen. Das ist also extrem wichtig. Wir müssen wissen, dass die Blitzbelichtung immer über die normale Belichtung gelegt wird und der Blitz versucht immer ein perfektes Foto für ihn draus zu machen. Und dann müssen wir noch wissen, dass es eben sehr davon abhängt, was wir fotografieren. Denn was wir fotografieren, wird ja reflektiertes Licht, was die Messblitze ausschicken. Zum Beispiel, ich könnte jetzt nur ihr schwarzes Haar fotografieren, ja, dann müsste ich ganz nah hingehen, aber der Blitz, der würde in dem Fall, jetzt habe ich ein Kopffoto von dir gemacht, der Blitz würde in dem Fall nicht wissen, dass ich schwarz fotografiere und würde das Bild überbelichten. Heutzutage wird es wieder in der Automatik ein bisschen runterreguliert, denn der Blitz weiß ja, wie stark er ist. Er weiß, wie entfernt der Kopf ist durch die Fokusmessung und er weiß, dass wenn er das Blitzlicht zu hoch powert, dass dann das Bild überbelichtet wird, einfach aufgrund der Entfernungsmessung durch Kamera und Objektiv. Trotzdem, je nachdem, was ich fotografiere, was also an Licht zurückkommt, das verändert meine wirkliche Blitzbelichtung. Und die beiden Sachen, die muss man ständig im Hinterkopf behalten. Das heißt, merkt euch, erstens, on top, ihr könnt machen an der Kamera, was ihr wollt. Ihr könnt umstellen, was ihr wollt. Der Blitz wird immer versuchen, ein korrekt belichtetes Bild zu bekommen.
Und da könnt ihr auch richtig viel spielen damit, denn ihr müsst erfahren, in welcher Situation das wirklich sinnvoll ist. Wir zeigen es euch ja auch gleich, aber probiert einfach sehr viel damit rum, wie gesagt, komplett getrennt zu sehen. Und das Zweite, was ihr wissen müsst, nochmal kurze Wiederholung, dunkler Inhalt, ja, der Inhalt bestimmt das Foto. Beim dunklen Inhalt gibt es ein überbelichtetes Foto, bei einem hellen Inhalt gibt es tendenziell ein unterbelichtetes Foto. So, jetzt wisst ihr die Grundlagen der TTL-Fotografie, weiter geht's gleich im nächsten Video.